Ich habe schon wieder getan. Ich habe Produkte gekauft, von denen ich euch vor vielleicht 2 Monaten gesagt hätte, die brauchen wir nicht. Ich habe sie trotzdem gekauft, weil ich sie trotzdem haben wollte. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen anders. Ich zeige euch ein paar Produkte, die ich gekauft habe und ich zeige sie euch auch gleich in Anwendung, denn aktuell konsumiere ich überdurchschnittlich viele Videos auf TikTok und ich sehe ganz, ganz viele Produkte, die total gehypt werden und selbst ich bin da ja nicht ganz immun gegen die Produkte auszuprobieren und ich habe einige Produkte bei Lookfantastic geshoppt, die ziemlich viral gehen, die vor vielen Jahren auch schon viral gegangen sind. Damals gab es das Wort irgendwie, glaube ich, noch nicht. Und ich gebe euch meine ehrliche Meinung zu den Produkten. Deswegen würde ich vorschlagen, verlieren wir gar keine Zeit und hüpfen direkt ins Video. Meine Aufgabe ist es nämlich mittlerweile eher geworden, euch so ein bisschen zu zeigen, was lohnt sich und was lohnt sich nicht. Nicht, dass ich euch ein Produkt zeige und sage, das ist das beste Produkt der Welt, sondern ich zeige euch einfach, was es gibt, sodass eure Entscheidung beim Kauf dann immer ein bisschen einfacher gefällt werden kann vielleicht. Und ich habe viele, viele Produkte gekauft, die jetzt schon auf vielen Plattformen total gehypt werden und es ist natürlich auch mein Job zu gucken, was lohnt sich und was nicht. Und wir starten mit dem ersten. Das habe ich unabhängig von dem Hype gekauft. Ihr wisst es, dass ich ja das Thermalspray von Avène immer benutze. Das hat ja meine Oma schon immer total gehypt. Und was heißt gehypt? Meine Oma benutzt es halt seit gefühlt 125 Jahren. Aber ich dachte mir, ich probiere mal das von La Roche-Posay aus. Ich bin ein großer La Roche-Posay-Fan. Ich habe mit der Pflege von Avène eigentlich gar keine Erfahrung. Außer mal eine Creme, glaube ich. Aber La Roche-Posay ist für mich eine Marke, mit der ich ja auch viel zusammenarbeite. Und da wollte ich das jetzt einfach mal ausprobieren, weil ich immer das Gefühl habe, dass diese Thermalsprays mir wirklich sehr, sehr helfen, einfach meine Haut zu beruhigen. Ihr kennt ja meinen Skincare-Rhythmus so ein bisschen mittlerweile. Sonntags ist immer der härteste Tag für meine Haut. Da bleibt nichts da, wo es ist. Und demnach brauche ich am Montag immer so ein bisschen Ruhe und probiere viel mit Thermalsprays zu arbeiten, viel mit Feuchtigkeit zu arbeiten, sehr viel Beruhigung in die Haut zu bringen. Und dafür habt ihr mir das auch wirklich empfohlen. Deswegen habe ich das einfach mal mitbestellt bei Lookfantastic. Ihr wisst, mein Code bei Lookfantastic, der gilt immer und damit könnt ihr auf fast alles, auf sehr, sehr viele Produkte immer den maximalen Rabatt sparen. Sei es, wenn etwas schon reduziert ist, ihr könnt den Code oben drauf mitpacken oder es gibt etwas, was ihr sonst auf anderen Plattformen vielleicht nicht reduziert findet, dann ist die Chance bei Lookfantastic da sehr, sehr hoch, dass das funktioniert. Das durfte einmal mit, mag ich ganz gerne, ist halt jetzt nichts Besonderes, deswegen packe ich es ganz schnell mit ans Video. Aber gerade im Sommer ist das so ein Ding, oh, da freue ich mich drauf, wenn es richtig, richtig warm wird draußen, so ein Thermalspray, wobei da würde ich sagen, da reicht auch das von Balea, aber für die Skincare-Routine, da kann man vielleicht auch schon den einen oder anderen Euro vielleicht investieren. Übrigens das Avène-Spray, ich gucke mal, wann ich das bestellt habe bei Lookfantastic, das ist schon Monate her. Ich krieg's nicht leer und ich benutze es jeden Tag. Na, also es ist sehr, sehr ergiebig. Hier sind auch 150 Milliliter drin. Das wird schon eine Weile halten. Und jetzt rutschen wir mal ganz kurz zu Make-up-Skincare. Denn ich hatte irgendwann mal ein Muster von Dr. Jart. Von der Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment Creme. Und ich habe sie falsch benutzt. Ich habe sie damals einfach abends als Skincare benutzt. Ist natürlich Quatsch, weil es ist ja am Ende des Tages Make-up. Und ich bin überrascht, hier sind 50 Milliliter mit drin. Und ihr habt hier eine grünliche Textur, die so ein bisschen, ja, sie sieht so ein bisschen aus wie Schreck. So, ich habe bisher nur von dem Deckel gearbeitet, denn ihr braucht nicht viel. Diese Menge reicht fürs gesamte Gesicht. Ich zeige euch das mal kurz an meiner Hand. Auf der Haut ist sie grün und grün, wissen wir mittlerweile, gleicht Rötungen aus. Jetzt arbeitest du das ein und dann passt es sich nicht allen, aber einigen Hautfarben gut an. Bei mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen blass im Gesicht, aber es oxidiert dann noch mal ein kleines Stück und dann passt es ziemlich gut. Und wenn du dann mit Bronzer oder so arbeitest, Wahnsinn, Wahnsinn, damit habe ich nicht gerechnet, weil ich es nie wirklich so probiert habe, ne? Und ich habe das überall im Moment gesehen und gerade ich kriege ja auch im Gesicht aktuell viele Rötungen. Ich weiß nicht wodurch, wahrscheinlich auch mittlerweile durch die Sonne und meine Haut, ne, die. Man muss es dazu sagen, ich habe gestern einen Kommentar gesehen, der mich erst so ein bisschen geärgert hat und dann habe ich verstanden, dass sie eigentlich nichts Böses meinte. Ich mache natürlich sehr, sehr viel mit meiner Haut, weil es einfach mein Job ist. Und genauso wie jemand, der vielleicht ein Handwerk macht, viel mit seinen Händen arbeitet, arbeite ich einfach viel mit meinem Gesicht. Und ich glaube, jemand, der viel mit seinen Händen arbeitet, der wird auch niemals ein Handmodel werden. Genauso wie ich mein Gesicht natürlich auch immer ein bisschen überstrapaziere. Müssen wir einfach so mit drüber sprechen. Das ist unglaublich gut und das hat alle Rötungen mit abgedeckt. Und das ist etwas für mich jetzt geworden, was ich im Alltag ganz gut trage, ne? Also ich kombiniere meistens im Moment, das ist so spannend, ne? Hätte ich nie gedacht.
den SPF BFF von Jepoda, der hat ja auch schon so eine leichte Deckkraft, die auch ein bisschen blass bei mir ist. So, lasse ich kurz einziehen, dann gehe ich mit der Dr. Jart-Creme rüber. Die fixiert sich auch ganz gut von selbst und hält auch wirklich sehr, 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 sehr gut. Das ist natürlich keine Foundation, ne? Darum geht es nicht. Aber das Ding ist wirklich krass und ich weiß nicht, wie man das jemals leer kriegen soll, ne? Weil der Deckel ist ja immer noch voll. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, auch nochmal im Langzeittest zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich bin ja ein großer Freund von Tiger. Das ist Tigergras. Lustige Anekdote, die ich gelernt habe. Tigergras heißt Tigergras, weil Tiger im Dschungel an die Pflanze gehen, wenn sie verletzt sind und sich an dieser Pflanze reiben, weil es die Wundheilung beschleunigen soll. Super, super spannende Geschichte. Gebe ich euch natürlich auch da nochmal ein Langzeit-Update, aber das hat mir bis jetzt erstmal sehr, sehr gut gefallen. Passend dazu wollte ich das nochmal mitnehmen. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich bei Sephora bestellt hatte, die House Labs-Geschichte, wo ja alles storniert wurde. Und da drin hatte ich ein Produkt von Glow Recipe. Diese Watermelon Dewdrops gibt es jetzt auch mit Bronzy. Wurde storniert, jetzt ist es ausverkauft und jetzt habe ich das hier gefunden. Was ist die günstige Alternative? Bondi Sands, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Da hatte ich sehr viel Skincare von denen getestet und die haben jetzt auch ein Bronzing und Hydrating Serum. Das könnte immer so ein bisschen schwierig sein, aber auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ihr habt hier Squalane und Cupuaçu-Butter mit drin, was auch immer das ist. Hydrating 2-in-1 Serum für einen Radiance Boost, für einen tropischen Holiday Look. Ihr habt hier unten so eine Pipette. Und dann könnt ihr das einfach rausdrücken und dann habt ihr wirklich so einen richtig schönen bronzy, bronzy Look. Das ist jetzt natürlich sehr kompakt, aber wenn man das ausblendet, schaut mal, das ist ganz subtil, hat einen leichten Glow. Ich kann jetzt aber keine Schimmerpartikel mit wahrnehmen und das gibt im Gesicht so einen richtig, richtig frischen Look. Also gerade wenn man vielleicht mal keinen Bock auf so Make-up hat. Ich bin eine fahle Maus. Fakten auf dem Tisch. Ich bin im Moment wirklich. Gut, jetzt teste ich gerade hier wieder einen Selbstbräuner auf dem Arm und mache hier nichts. Und im Gesicht habe ich auch was, aber üblicherweise bin ich durch diese ganzen Peelings natürlich sehr, sehr blass ums Näschen herum. Und gerade meine Beine. Ich hatte gestern das erste Mal eine kurze Hose an, die haben mich geblendet, meine Beine. Und dafür ist sowas perfekt. Auch das fixiert sich von selbst, sodass es nicht klebrig wird. Das ist nämlich nicht so wie die Body Lava von Fenty Beauty beispielsweise, sondern das ist wirklich eher wie so ein Hyaluronsäure-Serum, was einzieht und diesen Glow hinterlässt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Kann ich mir im Sommer gut vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen, das in eine Tagescreme mit reinzumischen, einfach um so ein bisschen Farbe abzukriegen. Das ist so ein Produkt auf jeden Fall für den Sommer. Apropos Sommer. Ich habe was getan. Ich habe viele Dinge hier in diesem Hall getan. Aber, ach, nee, ich lasse mich halt auch. Es ist genau das eingetreten, wofür es gemacht wurde. Ich hatte das Glossybox Beauty Osterei. Und da war das hier drin. Das ist von Sol de Janeiro Delicia Drench Body Butter Cherosa 59. Diese neue lilane. Und ich kenne die gelbe. Ich liebe die gelbe über alles. Es gibt keine Bodylotion, die so gut ist wie die gelbe. Beziehungsweise die Formulierung an sich. Der Duft, phänomenal. So, und jetzt haben die das lilane rausgebracht. Trust and Believe. Freunde. Puh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich rieche wie eine Mimosa. Ich rieche wie ein Frühlingsblüher. Ich rieche wie der Frühling, der langsam durch den Wind in dein Näschen zwitschert und die Vögelein zum Chirpen bringt. Also Sol de Janeiro ist schon die krasseste Marke überhaupt. Und ich habe es jetzt einfach getan. Ich habe die große bestellt. Also hier sind 240 Milliliter mit drin. Schau dir bitte mal diesen Humpen an. Das wird ewig halten. Aber dieser Duft alleine schon. Und das ist so krass, weil es gibt natürlich viele günstige Alternativen zu von diesen Produkten, aber keine Marke schafft es, auch die Pflegewirkung so reinzukriegen. Schaut mal, wie dick das ist. Das ist wie ein Stück Schmand. Wie so stichfester Käse. Ganz dick, ganz, ganz dick. Und dann schmilzt die so in der Hand zusammen und der Duft bleibt den ganzen Tag auf dir drauf und ist dadurch natürlich auch eine gute Grundlage für Parfums. Es gibt ja auch die Parfums oder Bodysprays, sind das ja, glaube ich, eher von Sol de Janeiro. Aber diese lilane Blume. Allein die Box sieht aus wie Luxus. Das riecht nach Made in den USA Velvet Finish Body Butter. Wonach riecht denn das? Es ist natürlich sehr blumig, sehr frisch. Ganz, 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 ganz toller Geruch. Und das ist natürlich ein Oschi, ne? Den musst du erstmal leer kriegen. Ich werde jetzt erstmal hier den kleinen Tester aufmachen, wobei ich den vielleicht auch für unterwegs ganz gut finde. Sol de Janeiro, einfach die Marke der letzten Jahre gewesen. Super viral gegangen und meiner Meinung nach auch wirklich ihr Geld wert. Nicht nur, weil ihr einfach den langanhaltendsten Duft in einer Bodylotion mit drin habt, sondern ihr habt auch einfach die krasseste Pflegewirkung. Du hast am Abend, ich habe mir gestern Abend das Bäuchlein eingeschmiert, ne? Mein Bäuchlein braucht auch ein bisschen Pflege, ich vernachlässige das ganz oft. Ach, meine Haut. Butterweich. Butterweich.
Also wenn ihr so eine richtig trockene Haut habt, Sol de Janeiro, ich sag's wie es ist. Und jetzt rutschen wir mal so ein bisschen zum Make-up mit rüber, denn es gibt so ein paar Produkte, da bin ich ein bisschen wütend mit Max Factor, weil sie haben noch keine Anstanden gemacht, das hier jetzt nach Deutschland zu bringen. Wir haben ja neulich schon den Miracle Pure Concealer bzw. Color Corrector getestet. Großartig. Großartige Formulierung. Ich habe noch nie einen so weichen Concealer gesehen. Ganz, ganz dünn, aber trotzdem deckend. Und sie haben einfach Blushes rausgebracht und niemand weiß es. Gibt's bei Look Fantastic. Ich habe sie einmal in der Farbe Blooming Berry und in Sunlit Coral. Und das sind ja natürlich zwei spektakuläre Farben. Ich blende sie mal kurz ein bisschen aus. Schaut euch das mal an. Die sind leicht reflektierend und die kann ich mir so, so gut auch auf dem Auge vorstellen. Ganz, ganz leicht, ne? Also nur für so eine Hauchfarbe. Du kannst sie natürlich gut ausblenden. Schau mal. Und dann hast du so einen Wash of Color. Der auf dunklerer Haut. Eine ganz, ganz tolle Farbe. Oder so ein bisschen auf den Lippen für diesen süßen, sommerlichen Look. Ganz, 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 ganz toll sind auch beide vegan mit Hyaluronsäure. Sehr feuchtigkeitsspendend für ein dewy, radiant Finish, das den ganzen Tag hält. Ganz tolle Farben. Ich hoffe, dass sie irgendwann auch nach Deutschland oder in die Drogerie kommt zumindest. Aber bis dahin ist natürlich Look Fantastic für sowas immer wirklich perfekt. Dafür liebe ich das. Ne? Du kriegst einfach Produkte, die vor allen Dingen vielleicht auch schon in UK sehr weit vorne mit dabei sind. Aber das sind natürlich perfekte Farben. Ne? Ganz, ganz toll und glowy. Das Thema Hochzeit steht ja immer noch im Raum. Und ich wollte mal gucken, wie ich mit Produkten, die vor den letzten oder die letzten Jahre viral gegangen sind, zurechtkomme. Und ich habe mir hier von Urban Decay das All Nighter in Klein mitgenommen. Das ist natürlich ein Produkt, das ist ein sehr, sehr gutes Fixing Spray. Aber das Große würde ich mir vielleicht gar nicht mehr kaufen. Ich persönlich nicht mehr. Aber ich habe mir das Kleine nochmal mitgenommen. Einfach um zu schauen, wie funktioniert das? Kann ich das vielleicht hiermit für die Hochzeit kombinieren oder auch mit dem Charlotte Tilbury Setting Spray. Da probiere ich mich gerade noch so ein bisschen aus, einfach auch mit verschiedenen Produkten verschiedene Fixing Sprays zu benutzen. Das ist natürlich ein All-Time-Favorite, das kennen wir mittlerweile und das lieben wir mittlerweile auch. Was wir aber schon lange nicht mehr hatten, irgendwo auch gesehen haben, war der Urban Decay Primer Potion, Eyeshadow Primer. Ich habe den auch ehrlich gesagt nicht mehr so in Erinnerung. Ja, okay. Krass, ich habe ihn ganz anders in Erinnerung gehabt. Der ist durchsichtig, ne? Ich dachte, dass der so ein bisschen Deckkraft hat. Das ist ein Lidschattenprimer. Was man damit aber mit Sicherheit sehr, sehr gut machen kann, ist den auf die Lippen geben, antrocknen lassen, wirklich durchtrocknen lassen und dann den Lippenstift mit rübergeben. Der gleicht natürlich auch diese kleinen Unebenheiten optisch aus, diese kleinen Fältchen auf den Lippen und sorgt dafür, dass Lippenstift auch viel, viel schöner hält. Das also nochmal als Trick. Ich weiß nicht, wie man das damals gemacht hat, mit einem transparenten Lidschattenprimer zu arbeiten, weil du brauchst ja irgendwie so eine Grundlage. Aber dafür habe ich was anderes mitgenommen. Und früher konnte ich es mir irgendwie, habe ich es nie gekauft. Und jetzt dachte ich mir, nimmst du es einfach mal mit von MAC, den Bare Study Pro Longwear Paint Pot. Den gab es ja in Painterly, glaube ich. Und ich habe mir den hier mitgenommen. Der hat nämlich ganz leicht eine Reflexion mit. Der ist super, super deckend. Und den kann man, es ist eher, ich würde fast sagen, das ist eher wie so ein Highlighter. Aber den einfach mal so ein bisschen hier unter die Augenbraue oder hier raufgetupft, so als Highlighter-Ersatz. Der ist ja dann nicht so pigmentiert. Du kannst ihn aber auch, und dafür finde ich ihn sehr, sehr spannend, als Lidschattenprimer benutzen. Der ist reflektierend, ist dadurch natürlich aber perfekt auch schimmernde Töne. Ich habe ihn jetzt einfach mal mitgenommen. Er finde ich eine sehr, sehr schöne Farbe. Einfach um auch mal so ein kleines Highlight irgendwie punktuell zu setzen und du hast halt nicht so eine große Tube mit dabei. Ist halt so ein Produkt, was schon sehr, sehr lange sehr viral ist, ne? Oder ein sehr beliebtes Produkt. Vielleicht habt ihr Erfahrungen damit gemacht, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Und jetzt kriegt keinen Schreck. Ich habe was gekauft, was ich nie gedacht hätte, was ich gekauft hätte. Und zwar von Urban Decay, eine Lidschattenpalette. Die Naked-Paletten sind ja mittlerweile fast so wie die Dinosaurier ausgestorben und haben alle mittlerweile gesehen. Ich habe mir aber die mitgenommen, weil ich die schon ziemlich spannend finde. Ich glaube, die ist auch nicht neu, ne? Das ist die Naked 2 Palette. Als ich die gesehen habe, bin ich sofort nach 2000, bin ich sofort zurück ins 2014er Make-up-Jahr gegangen. Aber mit diesen Farben kann man, glaube ich, ganz, ganz viele tolle Dinge machen. Wie beispielsweise einen sehr, sehr zarten Augenlook, den wir jetzt hier gleich gemeinsam schminken. Oder einfach, dafür habe ich es eigentlich mitgenommen, um punktuell so ein bisschen zu arbeiten. Ich liebe es ja hier, meine Lashline so ein bisschen zu betonen. Und dafür sind die Farben natürlich perfekt. Ihr habt sehr, sehr viele Farben hier mit drin, die natürlich super basic sind. Aber mit so einem Highlighter-Shade kann man einfach punktuell mal so ein bisschen arbeiten oder fixieren. Das ist natürlich die langweiligste Lidschattenpalette auf dem ganzen Planeten, aber genau das mag ich. Oder einfach diesen hellen Lidschattenton
so ein bisschen aufs Auge setzen. Dachte mir, so eine Basic-Palette, vielleicht haben die ja auch noch einige. Ich hatte die noch nie. Das ist natürlich so ein Make-up-Klassiker. Oder einfach nur ganz leicht hier die Lashline so ein bisschen verdichten. Sieht man gleich, ne? Oh, finde ich gar nicht so schlecht. Einfach für so ein kleines bisschen. Und ich liebe ja diese super kühlen Paletten. Und ich glaube, das reicht natürlich auch für viele Leute von uns. Für jemanden, der gar nicht mehr so viele bunte Lidschatten tragen möchte, sondern eine Lidschattenpalette sucht, die sehr erwachsen aussieht, ne? Sehr reif, sehr, ich bin angekommen, ne? Du hast viele Farben, mit denen du dein Lid so ein bisschen schattieren kannst, mit denen du einfach so ein paar Akzente setzen kannst und nicht mehr diese kreativen, bunten, lauten Lila-Looks. Habe ich eh schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Dafür kann ich dir euch wirklich empfehlen. Ich wollte euch eine Sache nochmal fragen. Ich weiß, dünnes Eis, aber ich bekomme wirklich jeden Tag Nachrichten. Maxim, kannst du mir dies, kannst du mir das, kannst du mir jenes empfehlen? Habt ihr prinzipiell Interesse daran, dass man so kurze Calls vereinbaren kann? Dass man einfach so ein 1-zu-1-Gespräch machen kann, weil mir fällt das so schwierig. Ich kriege am Tag hunderte Nachrichten und ich muss mich dann immer so ein bisschen zügeln, weil ich nicht alles lesen kann und auch nicht alles sehe. Und manchmal sind da ja auch wichtige Fragen mit drin, aber ich brauche auch nicht mehr auf eine Nachricht von vor 6 Monaten antworten. Wisst ihr, was ich meine? Dass man kurze Calls, vielleicht fünf, dass man 15 Minuten Calls vielleicht miteinander vereinbaren kann, dass man bestimmte Fragen einfach klären kann und dann auch so ein kleines Feedback hat. Schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei Produkte mitgenommen. Einmal hier von Nude Sticks. Auch den fand ich schön. Den habe ich mitgenommen, weil ich die Farbe einfach so schön finde, ne? Ich suche den perfekten Sad Beige Blush und der könnte ziemlich nah mit dran sein. Der ist natürlich super, 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 super sad, der Blush. Hat aber einen Lichtschutzfaktor von 30 mit drin. Grüne Alge und Polyphenol sind hier mit drin. Der ist natürlich auch super, super pigmentiert wieder. Aber das ist so ein Blush. Ich bin so eine Maus. Ich bin im Moment so anti-Foundation, ne? Aber mit so ein bisschen, mit so einem Sad Beige Blush kannst du natürlich so ein bisschen was kombinieren. Ich habe jetzt keinen Bronzer aufgetragen und ich habe vor allen Dingen auch keinen Blush aufgetragen. Jetzt habe ich ein Produkt, das hat beides irgendwie miteinander verbunden und ich sehe gleich ein bisschen sonnengeküsster aus. Ich sehe auch gerade ein bisschen aus, als hätte ich einen leichten Sonnenbrand bekommen, ne? Aber irgendwie mag ich das total gerne, diesen cuten, süßen Sonnenbrand. Dafür finde ich die Farbe sehr schön. Das ist übrigens die Farbe Sunkist. Passt natürlich perfekt jetzt, ne? Zu dem, was ich gesagt habe. Einfach so ein bisschen als Grundlage und dann hast du so ein. Ja, ich weiß, viele mögen das nicht, wenn ich so solche Looks mache, ne? Aber so einen süßen, weiß ich nicht. Ich finde das ehrlich gesagt ganz schön. Man kann ihn natürlich auch punktuell benutzen. Aber Nude Sticks, von denen habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Produkte irgendwie in Benutzung. Deswegen dachte ich mir, nehme ich ihn einfach mal mit. Und das hier. Da wird's Ärger geben. Aesop, ne? Ich habe jetzt gesagt, ich bin nicht Beyoncé. Ich bin auch nicht Beyoncé. Ich werde auch nie Beyoncé werden. Aber ich bin zumindest Destiny's Child. So. Und ich habe mir von Aesop diese Handcreme mitgenommen, weil ihr kennt ja, also, so, die Seife war dumm. War wirklich dumm, die zu kaufen, weil es ja nicht meine Seife war, sondern es war ein Peeling. Aber meine Hände, nachdem ich ja so geschädigt wurde, wie meine Handfarbe aussieht und wie meine Hände überhaupt aussehen, dachte ich mir, gut, wenn Beyoncé Aesop benutzen kann, dann kann ich das auch. Ich habe mir die Handcreme mitgenommen mit Mandarinrinde und Rosmarinblatt und Zeder. Und die Kombination aus Duft war es halt schon, ne? Ich liebe ja die Bodylotion und auch die Handcreme von L'Occitane. Ja, aber Aesop fand ich jetzt auch mal ganz spannend. Wir probieren das mal aus. Jetzt hier direkt live. Ja, ja, die riecht toll. Das ist, ich habe die nicht gekauft unbedingt für Pflege, sondern für Erlebnis, für Wellness. Bin ich ehrlich. Sehr zitrisch. Punchy. Also geht direkt in die Nase. Zieht gut ein. Ja, das riecht wie ein Spa. Riecht wie ein Spa. Hat geklappt. Puh, grandios. Okay. Ne, also das ist. Ich finde, es war auch nicht so teuer. Klar, ne, es ist nicht die Kamillhandcreme für 1,29. Ist halt Aesop. Aber das ist so ein Geschenk, was man vielleicht mal verschenken könnte, wenn man was Besonderes schenken möchte. Ja, der Duft ist halt genau meins, ne? Es ist nur so. Ich bin gespannt, was ihr Schönes vielleicht findet bei Look Fantastic. Schreibt mir unbedingt euren Haul einmal in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen, von euch zu hören. Und schreibt mir auch gerne mal, was ihr zu meiner kleinen Idee haltet. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Passt auf euch auf.